schon mal irgendeiner von euch während dieser ganzen Produktion mal was zu essen bekommen? Nee. Wie sieht's mit der Bezahlung aus? Hast du schon was gegeben? Wieso ein Preis hier? Die Pizza-Challenge ist ins Wasser gefallen. Und nichts gibt's, ne? Ins Wasser. Hey! Ja, okay. Ihr hattet euch die ganze Zeit beschwert, dass ich euch kein Catering gebe und so weiter. Also habe ich jetzt... Ja, mit Recht. Also habe ich jetzt die Pizzen aus der Pizza-Challenge, die wir ja am Schluss wegen dem Wetter nicht machen konnten, trotzdem gebacken. Also kriegt jeder von euch jetzt eine Pizza. Okay. Bitte sehr. Dankeschön. Okay. Bitte sehr. Bitte sehr. Cool, Pizza. Ja, machen wir alle mal auf, ne? Oh. Alle die gleichen. Oh, was hast du? Salami. Ja, ich musste für die Challenge dieselbe Pizza sein, damit jetzt keiner sagen kann, so, ja, das ist nicht fair, weil der andere hat eine mit Lachs und die hält die Temperatur viel besser oder irgendwie. Ja. Lass mich raten, ich war im Angebot. Ja. Weißt du, diese Low-Cost-Budget-Dinger irgendwo dabei ist. Ja, Moment, das ist ein Pizzakarton von einem echten Italiener. Ja, und Appetit. Also während ihr da mal reinbeißt, würde ich die Ergebnisse der Challenges durchgehen, zumindest von denen, die ich weiß. Ja. Also das erste, was wir gemacht haben, war die Fahrschul-Challenge. Die fand ich eigentlich ganz lustig, so mit dem Slalom-Parcours und so weiter. Ja, das Material, was ich gesehen habe, also da hatte ja der Fahrer war der schnellste. Eigentlich mit einer Zeit von 31,95, aber ich gebe recht, 50 Minuten Strafe ist angemessen für das Kurvenschneiden und so weiter. Also 36,95, der Holger hatte 37,68, der Bernie 37,75. Ja, klar. Das heißt, wir rechnen jetzt 50 minus eure Zeit und das sind dann eure Punkte eingeblendet hier. So, das Drag Race, wo ich so unglaublich gestört wurde beim Zeitungslesen. Ja, also wirklich, warum müssen die auch so laut sein? Ihr wurdet alle vernichtet von dem Läufer und dem Radlfahrer. Und danach war die Reihenfolge, wie sie hier sitzen, Ralf, Holger, Bernie. Und das heißt, 10 Punkte, 5 Punkte, 0 Punkte und dann alle minus 10 fürs Radl und minus 25 für den Läufer. Also habt ihr alle Minuspunkte. Verkackt. Super. Ja. Mhm. So, Zeitungserwerfen. Jo. Bernie hat einmal getroffen. So leider. 5 Punkte. Holger mit seinem Sturz und seinem geschenkten vierten Versuch hat zweimal getroffen und somit 10 Punkte. Und der Ralf hat bei 3 Versuchen 3-mal getroffen. Somit hat er die volle Punktzahl mit zum Beispiel. Ja. So, als ihr Bernies Mofa wieder zusammengebaut habt, ja, das war ja eine Gemeinschaftschallenge. Somit macht sie punktemäßig nichts aus, aber ihr kriegt alle minus 23. Wieso? Weil ich habe euch gesagt, beim Zusammenbauen kriegt ihr die doppelte Zeit vom Auseinanderbauen und ihr habt 23 Minuten länger gebraucht. Bis das Mofa wieder fahrtüchtig war. Ja, nur weil der Holger die Teile nicht sortieren kann und alles so chaotisch auseinanderrupft. Immer das Geile mit dir. Scheiß Vespa. Ja, die letzte Challenge, die wir zusammen gemacht haben, bevor ihr abgehauen seid, war die Sprit-Challenge, wo ihr bleibt blöd im Kreis rumgefahren seid. Immer wieder. Wie viele Runden habt ihr da geschafft jeweils? Ja, aber so knappe 10. Okay, 9,5. 13,5. Holger? Bei mir so knappe 30. Lügner. Alter! Ich war da dabei. Das waren knappe 15. Okay, gut. Ja, das heißt, der Holger hat eine weitere Challenge gewonnen. Der will sogar bescheißen, obwohl er regulär auch gewinnt. Merkst du das? Oh, Mann. So sehen Sieger aus. Danach wird es schwierig, weil dann seid ihr abgehauen. Was war die Challenge, die ihr danach als erstes gemacht habt? Da war doch schnell fahren? Nein, langsam fahren. Langsam fahren. Langsam fahren. Wer war denn der Langsamste? Also meine Schätzung wäre, der Holger war am langsamsten. Korrekt, ich war der Langsamste. Ja. Okay. Und danach? Also. Ralf. Mit der. Da war ich ausnahmsweise mal der Schnellste. Okay, das wird heißen, der Holger kriegt 10 Punkte, der Ralf 5 und der Bernie geht leer aus.
Wieso habe ich eigentlich eine Bestellung gehabt für 2 Telefonbücher? Wieso habe ich das denn gehabt? Ach, wir hatten uns da sowas überlegt, so mit Tauziehen. Der Mütter sonst mal 2 Telefonbücher, die Telefonbücher, ja, genau. Das Tauziehen habt ihr aber gemacht, oder? Ja. Wer hat dann gewonnen? Ja, ich natürlich. Holger mit seinem Zweigang-Mofa. Der erste Gang ist einfach so kurz übersetzt. Er hat sogar noch gegen einen Menschen gewonnen. Egal, ich habe gewonnen. Okay, dann gibt es Bonuspunkte dafür, dass er einen Mann geschlagen hat. Geben wir dem Holger 10 Bonuspunkte für den Mann, also kriegt er 20. Der Ralf kriegt 5. Und der Bernie geht wieder leer aus. Wow. Muss man noch sagen, wir haben eine Zwischenchallenge eingeschoben, eine Bergaufbau-Challenge. Okay. War so eine kurzfristige Idee, noch einen Hill-Climb zu machen? Eigentlich wollte ich die nicht erwähnen, aber nachdem Bernie immer den letzten Platz macht, diesmal die Bergauffahrt-Challenge gewonnen. Warum auch immer. Ich vermute, das ist eine Gewichtsklasse, der wiegt halt einfach nichts. Ne? Also ist er tatsächlich am weitesten gekommen. Wer war letzter? Hill-Climbing. Letzten gibt's nicht, weil der Holger und ich sind wirklich auf einen Viertelmeter, halben Meter gleich weit gekommen. Also ganz gleich. Gleich. Von daher gibt es einen ersten und 2 zweite Plätze. Okay, also Bernie 10 Punkte. Die erste Challenge, die er gewinnt. Mach mal das Ding da runter. Warte, es ist die erste Challenge, die er nicht verliert. Boah. Holger und Ralf kriegen beide 5. So, was habt ihr für eine Challenge? Habt ihr da noch eine Challenge gemacht? Das mit den Ritterspielen, mit der Nudel, du weißt das noch. Wie sind wir denn auf die scheiße Idee eigentlich gekommen? Ja, wir haben duelliert, weißt du, warum? Ach, warum? Ja, beim Kämpfen. Genau. Ihr habt euch duelliert? Naja. Typisch, kam, lass ich sie mal alleine. Die zwei haben gemeinsam müssen ein bisschen Stöckchen spielen. Oh. Und dann kam bei mir auf die Idee, dass wir das ja auch mit den alten Ritter machen könnten. So als Duell, so richtig. Zu Pferde. Ach, daher kamen die 9 Euro, die aus meinem Account hier weggenommen wurden. Ja, ihr habt mit meiner Kreditkarte Nudeln gekauft? Ja. Also Nudeln, das waren Lanzen. Ritterlanzen. Genau. Waren scheiß Schwimmnudeln. Das sind Billigproduktionen, ich hasse sie. Ja, ich auch. Habt ihr da eine Ahnung mit dem Punkt, wie ich da Punkte vergeben kann? So, wer hat gewonnen, wer verloren? Also ich denke mal, die Nudeln, also auch ein Vorschlag wäre, Nudel runterfällt, gibt Minuspunkte. Halt Maul. Und jeder Treffer gibt Pluspunkte. Ja, okay, aber was, Ralf hatte, aber was sagen wir als Treffer? So. Ja, Körpertreffer halt. Naja, aber ja, in der Trefferzone, also. Wisst ihr, wie oft ihr in der Zone getroffen habt? Ja, haben wir schon irgendwie so ein bisschen zusammengetüftelt. Okay. Also getroffen hat jeder 2-mal. Dann sagen wir pro Treffer 5 Punkte, weil die Challenge irgendwie seltsam klingt. Ach, die war aber todeslustig, oder? Ja, schon. Also die hat echt Spaß gemacht. Vielleicht auch viele Zuschauer. Und nur leider sind Bernie zweimal die Lanze abgebrochen, nein, die Nudel runtergefallen. 2-mal? Ja. Also Bernie hatte 2 Treffer und 2-mal Nudeln runtergefallen. Also 0. Ich hatte 3 Treffer, glaube ich. 2 Treffer. Ja, schon wieder. Ach, das ist 2 Treffer, aber keinmal Nudeln runtergefallen. Mhm. Also 10. Und dein Vater hatte 1 Treffer und ist 5-mal die Nudel runtergefallen. Nein, Schmarrn, wie war's? Ich hau dir gleich die Nudel drüber, du. Nee, hatte, glaube ich, 3 Treffer. Also auch 2. Auch 2 und keinmal Nudel runter. Mhm. Also auch 10 Punkte. Okay. Muss ich mir aufschreiben. Ich habe euch dann ja gefunden. Ich fand euch. Ja, genau, wir hatten ja noch eine Challenge. Eigentlich 2, aber die Pizza fiel ja flach im Osten Sinne. Nee, war nicht bröseln. Viel flach. Wir hatten noch die Lautstärke, wo wir durch den Tunnel gefahren sind. Lautstärke, richtig. Ja, da war natürlich das Problem. Laut ist scheiße. Dass nicht klar war, wie die Regelungen hier sind. Ich bin laut, ja gut. Ich habe eindeutig gesagt, es geht darum, das leiseste Mofa zu haben. Das ist voll langweilig. Wollen wir wieder mal festlegen, wer die Challenge gewonnen hat? Wer? Ja. Übrigens sich, glaube ich, oder? Ja, ich habe Solo-Mofa. Ja, ich habe die Punkte aufgeschrieben. Also da war es sozusagen 100 minus die Dezibel, die er gehabt hat. Und damit da eine Punktevergabe war. Das heißt, Holger hat 18,5. Bernie hat 13,7 und du hast 5. Das waren dann alle, weil das mit dem Probefahren, da können wir keine Punkte machen. Nee, das ist einfach nur mal so anschnuppern. Ja. Also möchte ich die Ergebnisse wissen. Du willst die Ergebnisse wissen? Ja.
obwohl sie, glaube ich, eindeutig sind. Okay, aber ja, gehen wir mal durch. Also, Wer hat Platz 1? Wer hat Platz 1? Wenn der fangen wir von hinten an. Okay, wer ist der dritte Platz? Ich glaube, das ist eindeutig. Ich glaube, das ist eindeutig. Insgesamt minus 17,05. Minus Punkte. Dass so viele Nuller, dass du insgesamt minus Punkte. Scheiße, ne? Das ist echt so eine richtige Kackproduktion. Ja. Auf dem zweiten Platz, glaube ich, auch eindeutig zum Raushören. Hier der war. Ja, mit 10,15. Bis? Ja, okay. Auch positiv. Und Holger hatte insgesamt 32,15. Eben, weiter Abstand. Super, ich war Sieger. Aber. Wir tolerieren nicht illegale Mofas. Nicht illegal, das ist illegal. Wir tolerieren keine Mofas, die zu schnell sind für den öffentlichen Straßenverkehr. Es war eindeutig zu erkennen, was denn? Dass dein Mofa ungefähr 40 km/h geht, was deutlich zu schnell ist. Und deswegen gibt es 500 Minuspunkte dafür und... Aber hey, der hat dich aber absichtlich frisiert. Echt? Ja. Kleiner Schaden, aber ich stehe auf Italiener. Kriegst hier beide Mofas im Tausch gegen deine Garelli. Das ist doch ein Wort, oder? Lass mich überlegen. Nö. Das Ding läuft. Da hast du zwei, die nicht laufen. Du wirst bereuen, dass du nicht Ja gesagt hast. Nee. Der hat das zwei Mofas eins gemacht, weil er sich die besten Teile zusammengesucht hat. Nochmal minus 500. Ach Jungs, das ist unfair. Ey, aber du brauchst nicht reden. Deins war auch so schnell. Du hast auch minus 500. Nein. Halt mal. Doch. Nein. Schau mal. Das ist nicht schnell. Das klingt nur schnell. Ralf. Das sieht aus, als ob Dörner jetzt der Sieger wäre. Sein Mofa ist vollkommen innerhalb des legalen Speedlimits von 25 km/h. Es ging nur 24 laut GPS. Somit ist es das einzige Mofa, das geduldet werden kann als Sieger. Hattest du vorher die Info von den Produzenten? Ihr seid halt einfach disqualifiziert. Ich glaube, wir sollten mal mit dem Produzenten ein bisschen... Ein erstes Wörtchen reden. Ja, komm, wir müssen mal aufstehen und den Produzenten... Loser sind nur die anderen. Du, die, du, die, du. Ja, schon doof, ne? Ah, sehr schön.